die größte Motivation bei einer Entscheidung? Welche Entscheidung trifft ein Mensch? Die größte Motivation bei einer Entscheidung ist diese hier. Die Motivation, einen Fehler zu vermeiden. Denn Menschen wählen nicht das, was sie am liebsten haben. Menschen wählen das, was sie am wenigsten fürchten. Vielen Dank. Ich möchte gleich was erzählen. Und zwar vor ein paar Jahren gab es mal ein Experiment in Washington DC. Kalter Januarmorgen, ein Mann fängt an, Geige zu spielen. Und nach 3 Minuten passiert ein bisschen was. Jemand wird langsamer, bleibt stehen, schaut sich das kurz an, geht dann aber weiter. Er spielt insgesamt 43 Minuten und in den 43 Minuten halten von 1097 Leuten, die dran vorbeigehen, halten immerhin 6 Leute für ein paar Sekunden. Am längsten hält ein kleiner Junge, ein Dreijähriger, und dann wird er von seiner Mutter weggezogen. Und in den insgesamt 43 Minuten des Konzerts, immerhin verdient der Musiker $32, was gar nicht schlecht ist. Das liegt aber nur daran, dass eine ihn erkannt hat und ihm $20 in den Geigenkasten wirft, völlig verdutzt guckt und sich denkt, verdammt, ich war doch letztes Jahr in der Carnegie Hall auf seinem Konzert. Was ist aus dem geworden, verdammte? Also. Und wer ist der Mann? Natürlich niemand Geringeres als er, Joshua Bell, einer der gefeiertsten Geiger aller Zeiten, der eigentlich jeden Preis gewonnen hat, Echo Classic, Grammy, Oscar für The Red Violin, das er gespielt hat. Er hat die Carnegie Hall gefüllt mit 17 schon als Solist und einer der besten Geiger, wo der je gelebt hat. Jedenfalls war das ein Experiment der Washington Post, und der Grund war, man dachte, wir machen das mal, um zu zeigen, dass wirklich wahre Größe, Genius für sich selbst spricht. Man muss gar nichts wissen über Klassik oder über irgendwas. Wenn einer so gut ist, dann werden die Leute das schon merken. Und man dachte eigentlich, wollten das Ergebnis, das Experiment abbrechen, weil ich dachte, es ist zu gefährlich. Also die Leute drehen durch, wir Tumulte geben, wir brauchen irgendwie Wasserwerfer, wir brauchen Gummigeschosse, die National Guard müssen wir verständigen, haben sie es doch gemacht und dachten, das ist Kamikaze-Aktion, wir machen es einfach. Ja, nichts passiert. Übrigens, er hat das gleiche Konzert gespielt, was er eine Woche später in der Boston Symphony Hall spielen würde, ausverkauft. Über $100, der billigste Platz. Mit seiner Stradivari hat er gespielt, $4 Millionen wert. Und das ist der Punkt, wir haben wenig Zeit, aber ich will Ihnen heute sagen, etwas, was praktisch vor der Verhandlung, weil ich beschäftige mich mit Verhandeln, aber was vor der Verhandlung ist, bevor Sie überhaupt mit Ihrem Klienten über das Geld reden oder überhaupt verhandeln, bevor Sie mit Ihrem Vorgesetzten darüber sprechen, was machen Sie eigentlich vorher, um von sich zu überzeugen? Und der Punkt ist, Sie können der oder die Beste aller Zeiten sein und niemand merkt es. Man hält Sie vielleicht sogar für eine Pfeife. Und darum geht's. Kompetenz. Kompetenz ist die wichtigste Eigenschaft im Berufsleben. Das überrascht wenig, also ist gesunder Menschenverstand, aber die Forschung sagt das Gleiche. Michael Argyle, Oxford-Psychologe, in den 80ern schon rausgefunden, dass Kompetenz die wichtigste Eigenschaft im Berufsleben ist. Gleich auch wohlgemerkt mit Vertrauenswürdigkeit, was sehr viele Überschneidungen hat. Und danach erst kommt Beliebtheit. Ja, das können Sie auch vorstellen, wenn Sie jetzt wirklich, was weiß ich, mit einem Bein im Knast, dann rufen Sie vielleicht irgendeinen Strafverteidiger an, den Sie eigentlich für einen Arschloch halten, aber ist halt der Beste. Ja? Beliebtheit und Kompetenz sind 2 Paar Schuhe. Naja, jetzt kann man ja denken, gut, Kompetenz wichtig, alles klar. Aber so ist es halt nicht. Ja? Also wir denken, Erfolg und Kompetenz gehen Hand in Hand. Und wenn ich halt inkompetent bin, dann habe ich halt keinen Erfolg und scheitere. Und da ist eine Wechselwirkung. Das heißt, ich bin kompetent, ich habe Erfolg, ich bin inkompetent und habe Misserfolg. Könnte man denken. Aber wir haben es ja gerade gesehen, bei Joshua Bell, das ist viel komplizierter. Es ist viel durcheinander. Wenn ich Sie jetzt frage, haben Sie einen guten Zahnarzt? Ja, sagen Sie vielleicht, ja, ich habe einen guten Zahnarzt. Aber warum? Woher wissen Sie das? Können Sie wirklich die Qualität der Behandlung beurteilen? Wahrscheinlich nicht. Sie werden sagen, ja, der ist nett oder die ist nett oder es ist sauber, es ist irgendwie gepflegt dort. Aber das sagt doch nichts über die wahre Kompetenz aus. Ich habe meine kurze juristische Karriere bei Skadden als Referendar begonnen. Skadden Arps, die größte M&A Law Firm, die größte Wall Street Kanzlei. Und ich habe den ganzen Tag SPAs geschrieben, Share Purchase Agreements, also Verträge. Und der links neben mir im Büro hat genau das Gleiche gemacht, rechts neben mir im Büro auch. Ich hatte einen Anzug an, ja, ich saß da irgendwie 16 Stunden, ich weiß nicht warum, ich habe niemanden gesehen, aber ich saß da halt, ich hätte auch einen Trainingsanzug anhaben können und habe diese gleichen Verträge jeden Tag geschrieben, der links von mir auch, rechts von mir auch. Wir haben die gleiche Ausbildung gehabt, ähnliche Noten gehabt. Wir sahen auch ehrlich gesagt ziemlich gleich aus. Und trotzdem hätte es 8 bis 10 Jahre gedauert, dass ich Partner geworden wäre in der Kanzlei. Die größte, also ist eigentlich, da fängt man halt an, tatsächlich was zu verdienen. Es hätte 8 bis 10 Jahre gedauert, bis
die anderen Partner gedacht hätten, hey, der ist kompetent genug. 8 bis 10 Jahre, die machen alles Gleiche. Und wie kann man dann als Mandant denken, auch ich gehe mal mit dem Mittagessen, mal sehen, ob es ein guter Anwalt ist. Lächerlich. Ist unmöglich. Und doch müssen wir natürlich jeden Tag die Kompetenz von Menschen bewerten. Wir müssen es halt. Und wir werden jeden Tag bewertet, aber wir können es halt nicht. Und das ist das Verblüffende an dieser Sache. So sieht es nämlich aus. Kompetenz ist die wichtigste Eigenschaft im Berufsleben. Je komplexer übrigens die Welt wird, desto wichtiger ist es, sich auf Leute zu verlassen. Ja, weil wir die Sachen nicht mehr überblicken können. Und das ist das Problem. Und das bedeutet, ja, was heißt das? Das heißt, dass es eine weitere Kompetenz gibt, nämlich es gibt die tatsächliche, und damit haben Sie sich Ihr ganzes Leben beschäftigt, Ausbildung, Studium, Schule, und wenn Sie Fachartikel, Fachbücher lesen, dann machen Sie nichts anderes, Sie arbeiten Ihre Kompetenz. Aber es bringt Ihnen nichts. Das ist das Problem. Ja? Sie können, wie gesagt, der Beste sein, keiner merkt, okay, umgekehrt, Sie können auch eine Pfeife sein, alle halten sich für toll, kann halt auch sein. Es ist das Tröstende vielleicht, aber jedenfalls gibt es keine klare Relation. Und ich sage Ihnen nicht, dass Sie jetzt Ihre tatsächliche Kompetenz ignorieren sollen. Nein, Sie arbeiten Sie weiter dran, aber ich will nur sagen, für Ihren Erfolg, und dann versteht man erstmal, warum Flaschen an Ihnen vorbeiziehen regelmäßig, von denen Sie es wissen. Ja? Weil tatsächliche Kompetenz und wahrgenommene Kompetenz fast nichts oder viel weniger miteinander zu tun haben, als man gemeinhin glaubt, lernt, kennt. So, das ist also Nummer eins, und jetzt ist es natürlich schade, aber ich will Ihnen auch eine positive Nachricht noch mitgeben heute. Offensichtlich bin ich kein Motivationstrainer, aber ich möchte noch eine Sache mitgeben, die Sie gleich anwenden können, die mich von innen kommt. Und etwas, was Sie machen sollten, bevor Sie in eine Verhandlung gehen, wenn Sie in ein Verkaufsgespräch gehen, ganz egal, ist es ja so, jemand will was von Ihnen und Sie müssen eine Prognose abgeben. Sie kriegen irgendeine Aufgabe, irgendein Projekt und Sie müssen sagen, es wird irgendwie. Ja, Sie können hohe Erwartungen wecken, American Way, it's gonna be great, fantastic. Sie können eher deutsch, ja, schauen wir mal, ja. Wie, gemäß Gaußscher Verteilungskurve wird es ja wahrscheinlich auch mittelmäßig. Ja, Gauss war Deutscher, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Oder Sie machen es Englisch, Britisch, under promise, over deliver. Ist doch nett, wenn der andere dann positiv überrascht ist, wenn es doch geklappt hat. Ja? So, jetzt die Frage, was ist eigentlich am besten für meine wahrgenommene Kompetenz? Weil ich habe ja jeden Tag, muss ich ja irgendwie den Erwartungen begegnen. So, glücklicherweise, die anstrengende Arbeit hat jemand vor mir gemacht, nämlich Schlenker und Leary. Die haben folgendes Experiment gemacht, die haben die Probanden in zwei Gruppen geteilt, Gruppe A, Gruppe B. Und Gruppe A hat Aufgaben bekommen und sollte eine Prognose abgeben, wie sie die Aufgaben lösen würden. Gruppe B hat nur beobachtet. So. Und Gruppe A hat dann die Aufgabe gelöst, also das Ergebnis stand jedenfalls fest. Und dann erst sollte Gruppe B die Kompetenz von Gruppe A bewerten. Jetzt könnte man denken, naja, wenn das Ergebnis feststand, dann lag es ja nur am Ergebnis. Ja? War aber nicht so. Die Prognose, die Sie abgegeben haben vorher, also was Sie gesagt haben, Ihr Statement vorher, hat einen entscheidenden Einfluss darauf gehabt. Ich zeige Ihnen mal das Ergebnis. So sieht ein bisschen kompliziert aus, aber schauen Sie, im Prinzip ist die Prognose links, ja, die kann sehr gut sein, also ich werde hervorragend abschneiden bis miserabel und das tatsächliche Resultat genauso. Und Sie sehen, wenn ich sage, es wird sehr gut und es wurde sehr gut, dann war es das Beste. Und das Interessante ist eigentlich, ist diese Reihe entscheidend. Schauen Sie mal, wenn die Prognose sehr gut ist, ist unabhängig vom Ergebnis, werden Sie immer am besten bewertet. Das heißt sogar dann, wenn Ihr Ergebnis beschissen ist, ganz rechts, dann wird Ihre Kompetenz als fast doppelt so gut bewertet, doppelt so hoch bewertet, als wenn Sie das miserable Ergebnis akkurat vorhergesagt hätten. Ja? Das ist doch verblüffend. 2,7 nur, wenn Sie es akkurat. Und wenn Sie bescheiden sind, schauen Sie mal links, Sie sagen, es wird sehr schlecht und es wird sehr gut, werden Sie deutlich, deutlich schlechter bewertet. Das ist doch verblüffend. Das ist verblüffend, das wurde repliziert. Ich habe es gerade in der Harvard Business Review, habe ich einen Artikel darüber geschrieben, auch da ist zum Glück auch eine ganz neue Studie, die genau das Gleiche zeigt, die es repliziert hat. Und das ist doch verblüffend. Wie kann es sein? Das heißt, wenn ich sehr zuversichtlich bin, hohe Erwartungen wecke, werde ich als deutlich kompetenter bewertet. Und um es zu verstehen, möchte ich Ihnen die zwei Mechanismen, die ich denke, die dafür verantwortlich sind, Kausalität ist ja unsichtbar, aber was ich, meine Hypothese ist die, warum funktioniert es? Eigentlich ganz klar, es gibt ja, Sie kennen es alle, die größte Motivation bei einer Entscheidung. Welche Entscheidung trifft ein Mensch? Die größte Motivation bei einer Entscheidung ist diese hier.
die Motivation, einen Fehler zu vermeiden. Denn Menschen wählen nicht das, was sie am liebsten haben. Menschen wählen das, was sie am wenigsten fürchten. Ja, wegen der Verlustaversion. Menschen wählen nicht, was sie am liebsten haben. Menschen wählen das, was sie am wenigsten fürchten. Und das macht einen erheblichen Unterschied in allem, was sie tun. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe vor ein paar Jahren meinen Freund Sascha besucht. Der hat in Brüssel gearbeitet, einen neuen Job bei der NATO. War immer zu spät, hatte eine tolle Ausrede. Er war immer früher auch schon zu spät, aber er hatte eine tolle Ausrede, dass er irgendwie den Dritten Weltkrieg verhindern musste. Was soll man sagen? Ja? Und dann saß ich halt da und in Brüssel und da waren in Luigi's Coffee Shop und so ein kleiner italienischer Espresso-Laden und da war Starbucks. Ich bin kein Freund von Starbucks, ja. Ich denke 10 Mark für einen Kaffee, ja. Ich rechne immer um, wenn ich ausgeben muss und ich muss mich auch noch anstellen, ne. Aber ist auch nicht schlecht. Und Luigi kannte ich nicht. Wo bin ich hingegangen? Starbucks. Warum? Weil ich immerhin wusste, ich wusste ganz genau, was mich erwartet, ja. Mein Freund Sascha kam und sagte nach einer Stunde, was, Starbucks, warum bist du denn hier? Ja, das Gleiche gibt es doch bei dir in Grün, tatsächlich in Grün wohlgemerkt. Und ich habe gesagt, ja, Angst hat mich hergetrieben. Hat er komisch geguckt, habe ich das Thema gewechselt. Aber im Prinzip war es das. Angst treibt mich zu einer Kette. McDonald's, ja, I'm loving it. Wer liebt denn wirklich McDonald's? Also bevor sich hier jemand meldet, will ich nur sagen, das ist eine Schande, McDonald's zu lieben, wo es doch an jeder Ecke bessere Burger gibt heute. Ja? Wobei es gibt jetzt so einen Deluxe-Burger, ja, aber gut. Aber trotzdem, es gibt, finde ich, überall bessere Burger. Warum sollte man die essen? I'm loving ist doch Blödsinn. Warum geht man zu McDonald's? Weil man doch, und das war der Gründer von McDonald's, Ray Kroc hat doch gesagt, den gleichen Burger von Atlantic City bis Saragossa. There is a science to making burgers, hat er gesagt. Die McDonald's University gegründet. Ja, wo es tatsächlich erforscht wird, wie viel, was für eine Temperatur haben Pommes am besten, dass sie am besten schmecken und so weiter. Sie wissen genau, was sie erwartet. IBM hat genau damit gearbeitet, als die neuen kleinen Computerfirmen kamen in den 80er, 90ern, hat IBM, war die Verkaufsverhandlungsstrategie FUD, Fear, Uncertainty, Doubt. Das heißt, die haben Zweifel gesät über die Konkurrenz. Die haben gesagt, also sie wollen doch jetzt nicht mit der kleinen Firma so und so arbeiten oder wissen die, was da alles passieren kann? Wir zeigen ihnen mal, was da alles passieren kann. Nobody gets fired for hiring IBM, war der Slogan. Niemand wird gefeuert, weil er sich für IBM entscheidet. Das war der Slogan. Weil er genau mit dieser Angst gespielt hat, etwas zu verlieren. Ja? Und das wirkt sich auf alles aus. Schauen Sie mal Politiker. Warum werden denn Politiker immer wieder gewählt? Ja? Es gibt diese Wiederwahl, Incumbency Advantage genannt, das ist einfach dieser Vorteil, wenn man schon beim Amt ist, Amtsvorteil. Ja? Warum? Nicht, weil man die liebt. Also es gab so eine Studie gerade gezeigt, House of Representatives in den USA, Wiederwahlwahrscheinlichkeit 92% in den letzten 50 Jahren. Nicht, weil die Leute die geliebt haben, ganz im Gegenteil. Wenn man die gefragt hat, nee, mag ich nicht. Warum wählt sie ihn dann? Ja gut, der ist ja eh schon im Amt, ja. Und mein Haus steht, mein Auto ist nicht, ja, weiß nicht. Ist ja ganz okay alles. Ja. Oder Einstellungsentscheidung, kennen Sie auch, wo Sie sich fragen, verdammt nochmal, warum hat man den jemals eingestellt? Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund. Weil man dachte, naja, der war irgendwie schon öfter hier, hat nie jemanden vergewaltigt, die Bude nicht abgefackelt, kann bleiben, ja. Hätte schlimmer sein können. Jetzt verstehen Sie, warum manche Leute irgendwie es geschafft haben, im System zu bleiben. Und das hier ist ein kleiner Unterschied, wo man sagt, naja, aber eigentlich macht das den entscheidenden Unterschied. Das ist ein Zitat, was ich gefunden habe, einem ganz alten kleinen Buch von Harry Beckwith. Aber ich fand, es hat für mich und für unsere Verhandlungen, wenn ich Verhandlungen vorbereite, mein Job ist meistens Verhandlungen vorzubereiten, überlegen wir uns immer zuerst, was spricht eigentlich gegen uns? Was spricht eigentlich gegen uns? Nicht, was spricht für uns? Wie können wir die Besten sein? Sondern, was spricht gegen uns? Und das macht den erheblichen Unterschied, wenn Sie Menschen beeinflussen wollen. Ja? Versuchen Sie gar nicht, eine gute Wahl zu sein, sondern umgekehrt. Und der zweite Punkt, und ist auch schon der letzte Punkt, wir haben ein paar Minuten Zeit, und sehr nah damit verwandt, ist Zuversicht. Schauen Sie, ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Als ich studiert habe, in England war so ein kleiner Schulladen, in der Turl Street in Oxford, ganz kleiner, versteckter Schulladen, Ducker & Son. Den gibt es leider nicht mehr, war letztens da, nach über 100 Jahren, glaube ich. Aber jedenfalls, damals stand ich davor und habe mir diese Schuhe angeschaut und dachte, oh, was für schöne Schuhe. Und ich stehe selten vor einem Schuhladen, ja, aber ich fand die wirklich sehr schön. Und dann wollte ich sie kaufen, waren sehr teuer, ich hatte nicht viel Geld, bin dann reingegangen und habe eine dumme Frage gestellt. Kunden stellen oft dumme Fragen, die man im Internet leicht finden kann. Warum? Sie wollen, dass sie ihnen die Angst nehmen vor dieser Entscheidung. Und ich habe den Schuhmacher gefragt, warum soll ich diese Schuhe kaufen? Und dann guckt er mich an und sagt, weil es die besten Schuhe der Welt sind.
Ich habe gelacht und habe sie natürlich gekauft. 6 Wochen später war ich zum dritten Mal im Laden. Warum? Weil die Sohle abgefallen war. Schon wieder. Ich war aber nicht sauer oder so. Ich habe mich geschämt und hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich die Meisterwerke zerstört habe von diesem Mann. Ja? Vielleicht bin ich zu schnell gegangen, vielleicht zu langsam, ich weiß es nicht. Bis heute habe ich diese Scheißschuhe und ich denke immer noch, vielleicht waren es nicht die besten Schuhe der Welt, aber es muss ein Meisterwerk sein. Denn Menschen, ja. Sehr nett, dass Sie geklatscht haben. Ich weiß nicht genau, warum. Weil ich sie gekauft habe, weil ich sie noch habe. Aber wie auch immer. Jedenfalls habe ich es ihnen geglaubt. Und alles, was ich gesehen habe an diesen Schuhen, ich habe geahnt, eine schiefe Naht, dachte ich am Anfang, Beweis dafür, dass es Handarbeit ist. Ja, ein bisschen krumm, Handarbeit. Ja? Gerade kann jeder. Das heißt, wenn ich etwas glaube, jemandem etwas glaube, dann neige ich dazu, das erstmal zu bestätigen. Und ja, und schauen Sie beim Alltag, wenn jemand Ihnen, sogar wenn er scheitert, ist es immer noch besser. Beispiel, ich hatte ein altes Auto, einen alten Rover und dann war ich in der Werkstatt früher und hat immer der Mechaniker mit dem Kopf geschüttelt gesagt, hier, ich habe in Frankfurt gewohnt, das wird nichts mehr, das können Sie vergessen. Ja? Jedes Mal wieder, und es war immer ein anderer. Und dann hat es aber doch geklappt. Aber habe ich dann gedacht, wow, ja, was für ein toller Typ, under promise, over deliver, geil. Nein. Ich bin mit quietschenden Reifen weg, dachte, jetzt hast du gerade noch mal Glück gehabt, aber noch mal kommst du nicht her. Ja? Hätte der gesagt, entspannen Sie sich, wir kümmern uns drum, Sie sind hier am richtigen Ort, wie schön es wäre. Sogar wenn er danach gesagt hätte, sorry, wir brauchen noch einen Teil, es dauert noch einen Tag länger, okay. Denn wie man so schön sagt, Menschen vergessen, was sie gesagt haben, Menschen vergessen, was sie getan haben, aber sie vergessen niemals das Gefühl, das sie ihnen gegeben haben, im entscheidenden Moment. Und sie wollen Teil der Lösung sein, nicht Teil des Problems. Und ich hatte einmal einen Friseur, da war das so, ich war bin ab und zu unterwegs und dann war es in New York, stand ich vor dem Laden und ich habe überlegt, gehe ich zum Friseur, hat man immer diese Angst, wenn man zum ersten Mal zum Friseur geht, man war noch nie da, ja, wer weiß, was er macht. Und jedenfalls kam der raus und sagte, hey, Sie waren noch nie hier. Und ich so, richtig, keine Sorge, ich bin hervorragend in dem, was ich mache. Schauen Sie sich um, ich habe den Friseursalon gesehen und ich habe Urkunden und Pokale gesehen. Ah, sehr schön, irgend so Aufkleber, testet da und da, super. Das hat mir so ein schönes Gefühl gegeben, ich habe nicht gedacht, was für ein Großkotz. Bin reingegangen, habe dann gesehen, dass es Fußballpokale waren, aber dann war schon zu spät. Ne? Ja. Und war es schlecht oder nicht? Ich weiß nicht. Es war halt normal Haare geschnitten, aber das Gefühl werde ich nie vergessen, immer wenn ich in New York bin, gehe ich zu diesem Friseur. Und diese Sicherheit, die Ihnen jemand gibt, ist ein so schönes Gefühl, ja? Weil Sie haben natürlich Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Aber wie wichtig Sicherheit für Überzeugung ist, ich möchte Ihnen ein ganz einfaches Beispiel damit illustrieren. Stellen Sie sich mal vor, zwei Leute diskutieren darüber, wer Jojo-Weltmeister war vor 50 Jahren und der eine wettet 100 Euro auf seinen Kandidaten. Sie wissen es nicht, aber der so sicher ist, natürlich glauben Sie eher dem. Ist doch ganz klar. So wichtig, Clausewitz hat gesagt, Führung ist die Absorption von Unsicherheit, auch wenn wir uns unsicher fühlen. Natürlich fühlen wir uns unsicher, aber sie zeigen Zuversicht und Menschen glauben demjenigen, der Zuversicht zeigt. Das kurz zu Bescheidenheit, wenn Sie denken, naja, was ist mit Bescheidenheit, das ist doch auch sehr nett. Naja, ja, stellen Sie sich vor, Sie sind bescheiden. Das ist nicht schön, wenn ich hier reinkomme, ich halte einen Vortrag und ich fange meinen Vortrag an mit, sorry, ich bin schlecht vorbereitet. Dann sagen Sie nicht, was für ein sympathischer Kerl, sagen dieser Vollidiot, hätte sich halt vorbereitet. Ja? Stellen Sie vor, Sie gehen Skifahren, gehen zum Moserwirt, ja? Nach 2, 3 Bier denken Sie, jetzt brechen Sie einen Rekord für die Talabfahrt, ja? Dann brechen Sie was, sind im Krankenhaus. Und dann sagt der Chirurg, ja, wissen Sie, also ich war nie ein guter Arzt, oder ich wollte eigentlich gar nicht Medizin studieren. Ja? Ich wollte Musiker werden, mein Leben Jazz. Ja? Denken Sie, oh, was für ein sympathischer Kerl. Ja? Sie versuchen abzuhauen. Sogar wenn es der beste Chirurg ist, Sie glauben es nicht. Ja? Ist es so wichtig, dass jemand zu Ihnen sagt, hey, keine Sorge, Sie sind hier in guten Händen. Verlassen Sie sich darauf. Ja? Und das heißt nicht, dass Sie wie Trump sein müssen. Obwohl Trump das natürlich unglaublich verwendet hat. Und als er in seinem Wahlkampf dachte ich, okay, die Techniken funktionieren. Aber nicht so plump. Ich kann nicht einfach sagen, ich bin der Beste, ich bin der Beste. Tja. Aber Sie können es eben auch subtil machen, einfach in Ihrer Körpersprache. Sie können es auch als Introvertierter sehr gut machen. Ich habe gerade die Biografie von Phil Knight gesehen, dem Gründer von Nike, in dem er es beschreibt, wie er als Introvertierter eben auch Menschen überzeugen kann. Und das sind meine 3 Punkte schon, also wirklich kurz. Ja. So. Und hier nochmal Joshua Bell, er kam zurück. Genau das gleiche Konzert nochmal gegeben, aber diesmal wurde er angekündigt. Und das ist der Punkt, jede Präsentation oder jede Veranstaltung, alles, was Sie sagen, jede Interaktion ist eigentlich eine Präsentation, zu Ihren Gunsten oder dagegen. Das Schöne ist, Sie haben es in der Hand. Vielen Dank.
Professor Jack Nasher. Wie hat's euch bislang gefallen?